tragen uns durch unser ganzes Leben. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Unsere Füße. Doch trotz ihrer tragenden Rolle schenken wir ihnen häufig nicht die nötige Aufmerksamkeit. Deshalb stehen Füße an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster im Mittelpunkt des Interesses. Hallo zusammen. Hallo. Na, wie geht's euch beiden? Gut. Schön. Genauer gesagt, Kinderfüße. Ihre Entwicklung wird im Funktionsbereich Bewegungsanalytik erforscht. Okay, also wir haben hier eine Plattform, wenn du dich einmal hier vorne hinstellst. Das ist hier die Platzplattform. Und wenn du jetzt gleich losläufst, barfuß, können wir genau sehen, wie dein Fuß belastet wird. Okay, dann geh jetzt mal los. Es ist besonders wichtig, Kinderfüße zu erforschen, weil wir unser ganzes Leben auf unseren Füßen laufen werden und sie unser ganzes Gewicht bei Sprüngen und im Sport und beim normalen Gehen tragen sollen. Das Besondere an der Kidfoot Münster Studie ist, dass sie über diesen ganz langen Zeitraum, also diese 9 Jahre lang, aufgezeichnet wird, dass wir eben Kinder von Laufbeginn bis zu einem Alter von 10 Jahren uns anschauen. Das machen wir dann eben mit Hilfe der Druckverteilungsplattform. Da müssen die Kinder dann barfuß drüber laufen. Das machen die mehrere Male, sodass wir genug Fußabdrücke haben vom rechten und vom linken Fuß. Und dann schauen wir uns an, wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit. Das ist ein Fuß, den wir vorhin aufgenommen haben auf der Druckmessplatte. Und da kann man hier schon verschiedene Farben sehen. Ne? Ja. Sehen pinke Farben an der Ferse. Ja. Und hier oben am Vorfuß auch nochmal pink. Und pink ist ganz hoher Druck. Und das ist ganz klar, weil die Ferse zuerst aufsetzt und dann rollst du ab. Und dann wird hier oben im Vorfuß nochmal belastet und dann nochmal hier der dicke Zeh. Das waren deine Füße ganz am Anfang, da konntest du gerade erst laufen, da warst du noch ganz klein. Und dann über viele mehrere Jahre haben sich deine Fußabdrücke entwickelt. Dann jetzt mal den Fuß auf das Blaue und den auf das Braune. Dann gehst mit dem zuerst zurück. Dann mit dem. Okay. Der Kinderfuß ist eine sehr plumpe, kurze, gedrungene, leicht dickliche Struktur, die wir vielleicht so ein bisschen mit dem Elefantenfuß vergleichen können. Also auch der Elefantenfuß erscheint zunächst mal ja als sehr kompakte, dicke Struktur. Man sieht erst in dem Schnittbild oder im Röntgenbild, dass er doch eine sehr filigrane Struktur aus vielen Knochen ist, die sich dort zusammensetzt. Und auch beim Kinderfuß haben wir es zunächst mit einem Fettpolster unter dem Fuß zu tun, der hier dieses Fußlängsgewölbe ausfüllt. Dadurch ist der Kinderfuß sehr flach und erscheint plattfüßig zunächst auf dem Boden. Und mit zunehmender Belastung bildet sich eben dieses Längsgewölbe erst aus. Und das ist eine Struktur, die wir brauchen, um dem Fuß eine gewisse Elastizität beim Abrollvorgang zu gewährleisten. Eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist, dass die Fußform und die Fußentwicklung zu einem gewissen Teil doch vererbbar erscheint, was in der Literatur noch nicht so ganz deutlich ist. Dargestellt wurde. Das ist also ein Kind mit einem stark ausgeprägten Knicksenkfuß und da kann man gut erkennen, dass die Belastung eben hier im Mittelfußbereich deutlich erhöht ist und die komplette Vorfußbelastung während des Abrollvorgangs dann zur Körpermitte sich auch zieht. Bei so einem Kind wäre es jetzt ratsam, das zu einem Orthopäden zu schicken, zu einem Kinderorthopäden, und da würde man dann überlegen, welche Intervention bietet sich hier an. Man sollte über eine Einlage nachdenken und über muskuläres Krafttraining. Beim Schuhkauf ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Schuh in der Länge und der Breite passt, dass der Vorfuß breit genug ist und dass die Sohle flexibel, also weich ist. Und wenn ich den Knicktest mache, dass sich im vorderen Vorfußbereich die Sohle leicht knicken lässt und das Obermaterial sollte weich sein. Ein besonderer Tipp wäre, die Innensohle, wenn möglich, herausnehmen, den Fuß mit Strumpf draufstellen und darauf achten, dass ungefähr eine Erwachsenenfingerbreite vorne Platz bleibt. Also es gibt mehrere Studien, die sich natürlich mit dem Kinderfuß beschäftigen, aber diese Studie ist weltweit die einzige Studie, die über diesen langen Zeitraum gesunde Kinder beobachtet hatte. Wenn wir also von Anfang an auf unsere Füße achten und ihnen den richtigen Halt und Freiraum bieten, können wir sicher sein, dass sie später den unterschiedlichsten Anforderungen gewachsen sind und wir uns in jeder Lebenslage auf sie verlassen können.